Hallo und herzlich willkommen bei Renas Live, heute zum 43. Let's Play. Ich habe beim letzten Mal ganz plötzlich abgebrochen zu drehen. Das lag daran, dass Mark leider verstorben ist. Und wie ihr schon seht hier gerade am Anfang, Mark liegt am Boden und der Sensemann trifft ein. Die ganze Familie trauert schon um ihn. Und ja, ich hoffe einfach, dass, ja. Es ist echt blöd, aber trotzdem habt viel Spaß und ja, wir werden mal sehen, was passiert. Er hat ein Tablet. Der Sensemann hat ein Tablet mit bei. Sehr traurig, sehr traurig, sehr traurig, sehr traurig. Der Kleine ist auch irgendwie gerade wach. Ja. Ja. Okay. Mark verschwindet und da ist eine Urne. Und Mark ist auch jetzt nicht mehr hier in unserer Anzeigenleiste, wie ihr sehen könnt. Oh je. Eine sehr bedrückte Familie. Der Sensemann liegt gerade hier durchs Haus. Er setzt sich an den PC. Ja, nee, ist klar. Warum sitzt da der Sensemann an unserem PC? Muss trotzdem weitergehen, liebe Familie, und es tut mir voll leid gerade. Verwenden. Mit Flasche füttern. Windel wechseln. Warum geht denn dieser scheiß Sensemann nicht weg? Witwe, weil wahre Liebe verloren hat. Trauer 2 Tage, okay? Hier ist auch noch die Urne. Geist ins Jenseits entlassen. Nee, das sollte wenn dann hier Natalie machen, oder? Geist ins Jenseits entlassen. Wenn die Seele von Mark ins Jenseits entlassen wird, wird er aus dem Diesseitigen entschwinden und für immer frei sein. Bist du sicher, dass du das tun möchtest? Ein Geist? Geist freilassen? Nein, nein. Nein. Ausheulen, okay. Duschen. Ja, das ist immer also doof oder schwierig, ja, wenn jemand von der Familie da ausscheidet, denn ah, der Sensemann ist weg, okay.
Na. Ja, also wir haben dann jetzt leider als erstes Mark verloren. Chief. Und die ganze Familie leidet gerade unter dem Verlust, was natürlich auch im wahren Leben ganz normal ist. Malfoy, Nibu. Na komm, du musst. Oh, boy, McBrashu. Palnoy Aber auch bei Jay und Natalie ist es bald leider so weit, dass die Familienmitglieder davon scheiden. Bei Natalie dauert es noch etwas. Wir schaukeln den Kleinen mal. Setzen. Oh, Stone. Haben aber irgendwie immer noch Hunger, also öffnen wir und ein Gericht nehmen. Oh, Soochim. Skooma. Jessenay. Logan? Oh, Tombrazanahoy. Wenden. Fembi, Velpim? Öffnen, ein Gericht nehmen. Liebkosen, schaukeln. Natalie hat folgende Merkmale von Jay kennengelernt: aktiv. Ja, die Familie ist halt noch mega am Trauern, außer irgendwie Jay jetzt gerade. Aufräumen. Larissa kann nun in Elternzeit gehen, okay. Nee, du solltest eher duschen. Ja, dann gehst du halt hier duschen, wenden. Öffnen. Ein Gericht nehmen. Ich will mal gerade gucken, weil bald wird das Ganze nämlich auch mit Jay Huntington passieren. Und es scheint auch gar nicht so lange noch hin, bis unser Jay Huntington davon geht, um es noch nett auszudrücken. Schlafen. Gehst dann jetzt in Elternzeit? Gehst dann schlafen. Oh.
Ja. Anna. Wenden. Duschen. Und schlafen. Was würdet ihr tun? Also, da unser Jay ja leider auch bald gehen wird, wie ihr hier sehen könnt, ja, würdet ihr sagen, man könne ruhig, Opa, dahingeschieden, okay. Ja, man könne ruhig hingehen und Larissa dann einen neuen Partner suchen. Wie ihr wisst, sie ist ja auch gerade mal junge Erwachsene, sie ist noch nicht mal erwachsen. Erwachsen wird sie nämlich erst in 16 Tagen. Oder soll sie dann alleine, also in dem Haus hier mit ihrer restlichen Familie, ihre Kinder großziehen? Also ich finde ja, wenn ich ehrlich bin, zumindest bei den Sims jetzt, wäre meine Entscheidung zu sagen, sie sucht sich einen neuen Partner. Was meint ihr? Sollen wir dann einen neuen Partner für sie suchen? Ausholen. Ja, du gehst so oder so schlafen. Toby ist zwar noch wach, aber... Alle heulen irgendwie im Schlaf. So, wir spulen mal komplett vor. Bei dem Geburtstag von Anna mit einer wilden Party. Anna? Ja. Anna wird zur jungen Erwachsenen demnächst. Verwenden. Öffnen. Im Bett platzieren. Kochen. Kochen wir... Specksalat mit Specksalat-Tomaten-Sandwiches. Was? Ah, okay. Binden. Mit Flasche füttern. Windel wechseln. Reden. Schaumbad nehmen. Toby hat großen Hunger. Wenn man ihn nicht bald füttert, wird dieses Baby abgeholt. Okay. Er hat doch gar nicht geheult. Ein Gericht nehmen. Bizarric?
Anna muss in einer Stunde zur Schule. Shatner. Oh, Mom. Oh, Gris. Wallake. So. Yalma Umpatash Vazunia. Muscat Trieb. Jaffla Babgar. Aufräumen. Verwenden. Ja, es ist irgendwie gerade ziemlich bedrückend, dass die alle so traurig sind und Jay voll glücklich irgendwie. So seltsam. Plus Quexel Rinschup. Lebon Carifrispa Linsel. Roman Lam Goribin A. Vor allem irgendwie Natalie scheint irgendwie gar nicht mehr glücklich zu werden. Garul Yump Manzonaya Vuya. Widaba Harfen A. Verequasusa. So, kümmere dich noch ein bisschen um Toby. Ey, wo gehst du denn hin? Die Sauna, okay. Fromp, ihr Messer. Genau, sie sollte sich auch mal entspannen gehen. Oh, na, Berg. Scherche. Anna muss dann eigentlich schon längst bei der Schule sein, merke ich gerade. Schaukeln, reden. Windel wechseln. Anna ist zur Schule. Larissa muss nun heute nicht arbeiten, sie ist nämlich schon in Elternzeit. Unwohl. Wegen schlechter Umgebung. Okay. Oh, ich sehe es gerade. Dann geh halt hin und säuber es. Benesh. Oh, Abimo. Nubu. Oh, Mushka. Gehst du es fertig essen? Oh, Sochim. Hm. Irishub. Versuchen aufzumuntern, genau. Toban? Chema Yibs. Blarn Wagacharb. Tib Tib. Oh. Skiba Sluba. Ah. Ooh, Emklafoof Gaffa. Ah, Winubu. Leidenschaftlich küssen. Wir muntern mal hier unsere Larissa ein bisschen auf. Sollte vielleicht auch hier unsere Schwiegermutter aufmuntern. Ja, Natalie. Anna muss einen Vortrag vor der gesamten Klasse halten. Sie hat ein paar tolle Ideen, die sie ihre Präsentation aufpeppen kann. Auch wenn sie das etwas anders ist, als der Lehrer es verlangt hat, soll sie aus sich herausgehen und ihre Präsentation aufgeben, gestalten und einfach tun, was der Lehrer verlangt hat. Alles geben. Der Lehrer ist zwar begeistert, aber die Mitschüler von Anna meckern, weil sie im direkten Vergleich mit ihr jetzt schlecht dastehen. Sie sind böse auf sie, weil sie das... die Messlatte so hochgelegt hat. Larissa ist unwohl. Warum kann er? Genau.
Mach ein bisschen sauber. Legenzo Sinush. Ah. Windel wechseln. Schaukeln. So, so, Yangi. Ah, Yangi Bomida. Mehr freundlich. Ein Baby zu fühlen. Hobiro? Mabish Bossimo. Go. Swing me play. Zanahoy Sambisi. Bumkaro. Freundlich. Anji Hanerba. Klaspa Yarrow. Oh. Mehr Auswahl. Oh, Prita. Seglona. Wasinex. Thelma. Tag verschönern. Smavadish. Maypik Yimbara. Ah, Vadish. Mantisch? Nee. To be it. Nee. Freundlich. Umpetash Arwanaya. Go. Ichuda Yarblick. Wasub. Chimere Jabin Slot. Tag verschönern. Jeebs, Alcha. Jabin. Ah, Busharb. Clark. Ah. Oh, Tele Jim Wibsy. Hosen. Jasapa Slub. Dann gehen sie duschen. Ratsa. Ephedra. Und. Öffnen. Ein Gericht nehmen. Oh. Ja, ein Gericht nehmen, genau. So. Da jetzt langsam wieder etwas mehr Normalität eintritt, würde ich sagen, habt ihr nun auch gesehen, was mit Mark passiert ist, beziehungsweise, dass er eben leider verstorben ist. Ja, Larissa ist nun in Elternzeit, der kleine Toby ist immer noch ein kleines Baby und Jay war irgendwie seltsamsterweise gleich der Erste, dem es wieder gut ging. Anna ist immer noch am Trauern, aber sie ist in der Schule. Ja, also ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss!